Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 13. März 2022 und hier pfeift der Wind ganz schön. Das war unten im Campo International nicht gerade. Jedenfalls nicht so stark wie hier. Der Blick in die Berge zeigt euch. Ja, wir haben ein anderes Wetter. Und ich habe gerade eben erfahren, Nachrichten kurz gelesen. Es gibt Streiks an diversen Flughäfen in Deutschland und zwar die Flugsicherheit. Irgendwie Düsseldorf war im Gespräch einige. Ich werde versuchen, Nachrichten diesbezüglich zu bekommen und euch dann als Schlagzeile mit anzuhängen. Hier fährt der 33er. Das ist der Bus, der nach Puerto de Mogán fährt, also Mogán-Hafen, nicht Mogán-Stadt, nicht verwechseln. So, hier geht auch schon wieder Freunde, Bekannte, die hierher kommen. Gerade zufällig, ja, und ich bin auf dem Weg. Ich fahre in die Apotheke und muss mir was holen. Hier ist ein Segelschiff zu sehen, hier vorne. Am Strand von Maspalomas. Hallo? Hallo, Harry. So, wir haben hier Besuch. Guten Tag. Auch wieder unterwegs, ja? Ja. Gut. Einkaufen ein bisschen. Jawohl. Ja, ich fahre auch gerade meine Runde. Ja, so sieht man sich, so trifft man sich. Die Insel ist ein Dorf. Ja, was ist das für ein Wetter im Moment? Also unten hier im Campo weniger Wind, hier oben in Playa und ich fahre jetzt Richtung Sita und dann schaue ich doch noch mal ganz kurz bei Casas Pepe und ja, melde mich dann noch mal. So, bis dahin und wir sehen weiter. So, hier gerade angekommen in Playa, Playa de Inglés. Ich bin hier direkt an der Sita bei Doña Rosa, bin ich hier reingefahren und schaue mir jetzt hier mal den Weg und die Promenade hier an. Bin hier genau beim Santa Monica, ein ganz beliebtes und bekanntes Hotel, hat eine ausgezeichnete Lage, liegt unmittelbar hier im Zentrum von Playa und Blick auf die Dünen, unmittelbar auch an den Dünen. So, wir gehen hier eine kleine Runde. Ja, und gerade so im Rausgehen eben die Nachricht gehört, dass jetzt da eben Sicherheitspersonal streikt. Ich versuche was rauszukriegen und hänge euch das dann mit dabei. Wer Nachrichten lesen sehen möchte, der geht auf die Beschreibung. Und da auf mehr Ansehen und mehr Ansehen, dann öffnet sich das ganze Beschreibungsfeld auf. Dann sind da Nachrichten, wenn welche vorhanden sind und der Quellennachweis, dann könnt ihr da anklicken und ganz einfach das euch dann da ansehen. Ja, Doña Rosa ist noch nicht alles komplett fertig renoviert. Einige Bungalows sind fertig. Da sind auch schon wieder Gäste drin gewesen. Und was wollte ich sagen? Ja, das Mietobjekt. Ich bin ja auf der Suche für Freunde, Bekannte bzw. sogar für Verwandte. Die suchen hier was zu kaufen und zu mieten. Und da habe ich mir was angesehen, das hat die Conny auf ihrem Kanal hochgeladen, mir die Arbeit abgenommen und da ist bei Conny Canarias der Bungalow zu sehen. Ich werde ihn irgendwann mal auch noch zeigen. Ja, und da ist ein Bungalow zu vermieten, mindestens 6 Monate bzw. 1 Jahr oder länger und da kann man sich das ansehen. Conny Canarias, ich hänge euch den Link in die Beschreibung mit dabei, dann könnt ihr das auf ihrem Kanal ansehen. So, jetzt schauen wir aufs Wasser. Jetzt geht es hier Richtung Meer. Es sind so viele Menschen hier gerade vorbeigekommen. So, ich war gerade hier in der Apotheke. Wir haben hier 2 Notapotheken. Eine hier beim Recarlos, da habe ich gerade gehalten. Und dann eine in San Fernando. Also kann man im Internet auch immer nachsehen und kann dann da hinfahren. Alles kein Problem heute und jetzt schauen wir uns hier das hier an. Der Blick auf die Dünen von Maspalomas. So, und ich fahre dann anschließend
noch in den Campo International wieder zurück. Und da treffe ich mich mit jemandem in der Nähe vom Faro 2, Hallo sagen und ja, da mache ich dann auch noch ein paar Bilder, nur dass ihr auch mal seht, wie der Sand hier weht. Dass man da mal jetzt auf dem Weg sieht man ja gar nicht mehr so viel. Aber ich zeige es euch jetzt mal. Hier der Weg, die kleine Mauer sieht man kaum. Und das kommt alles hier von den Dünen von Maspalomas. Ja, und hier können wir wieder ein bisschen neugierig sein, nämlich in den Garten hineingucken, ein bisschen hineinspitzen. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, auch jeden Tag 2 Stunden zu laufen. Ich bin ja schon immer viel unterwegs, also nicht zu joggen, sondern jetzt richtig nur zu laufen und dadurch dem Körper ja was Gutes zu tun. Ich bin ja eh schon fast immer so lang unterwegs, aber ich werde auch ein bisschen aufs Fahrradfahren verzichten, wenn sich das einrichten lässt. So. Und jetzt sind wir noch mal ganz nah hier. Hier ein kleiner Blick, ein kleiner Auszug auf das Hotel Santa Monica. Und jetzt noch mal hier. So, jetzt, das waren die Frontalen, jetzt geht es wieder zurück und ja, die Treppen hier nach oben, da ist man relativ einfach und schnell auch wieder im Zentrum. Ja, ist doch böiger Wind, auffrischender Wind und in den Bergen, ihr seht es ja hier selber jetzt, da ist es möglich, dass es auch da ein bisschen regnet. So, und da bin ich auch schon wieder am Ausgangspunkt und wir sehen uns jetzt gleich nochmal im Campo International. So, ja, da möchte ich mich doch nochmal verabschieden und tschüss und auf Wiedersehen sagen zur oder mit der Realität. Und ich habe gerade hier Thorsten und seine Frau getroffen. Wir haben uns nett unterhalten und haben auch ein Bierchen getrunken. Hier ist doch auch immer noch ein bisschen was los. Das ist alles sehr ruhig hier, sehr beschaulich. Der Supermarkt hat geöffnet hier, Fahrradverleih ist auch offen, allerdings nicht heute. Und ihr seht, hier ist auch immer noch ein bisschen was los, Autos, Caravans. Und für mich geht es jetzt hier wieder zurück. Ich sage, macht's gut, einen schönen Wochenstart. Und bleibt gesund, genießt jede Stunde. Und ich fahre jetzt Richtung Heimat. Es ist schon wieder irgendwie ein bisschen diesig und ich hoffe nicht, dass wir einen neuen Kalima bekommen. So, mit diesen Bildern hier aus dem Campo International, der Anlage Albaricoques hier rechts, sage ich hasta luego. Tschüss und bis bald.